Herzlich willkommen zu diesem Video auf Genusskammer. Was? Hallo? Ich bin auch dabei. Ja, du bist jetzt. Darf ich mitmachen? Ja, du bist so curious. Ja. Wir machen heute was Besonderes. Sag doch mal. Ja, und zwar. Sag genau, du musst auch noch was sagen. Ich übersetze das auf Chinesisch. Achso, okay, gut. Also. Und zwar haben wir alle Dinge auf unserem Handy, die uns sehr unangenehm sind. Und deswegen dachte ich mir, sliden wir doch mal durch unsere Fotos. Und wenn die beiden Stopp sagen, muss ich Stopp machen. Und dann dürfen sie sich quasi aus dieser Sektion etwas auswählen. Wenn ich das Bild aber nicht zeigen möchte, dann kommt der liebe Thomas mit etwas Wasser vorbei. Das ist sehr unangenehm. Und lang. Und nach dem vierten Mal Nein sagen für Nein ist man raus. Wird man verprügelt. Dann kriegt man aufs Maul. Ja. Dann wird die Adresse geleakt. Boah, das wäre mal eine Challenge. Boah. Dann würde ich nur noch alles zeigen, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, ihr werdet definitiv Bilder von mir finden, die ihr sehr verstörend findet. Aber ich glaube, nichts ist so verstörend wie das, was du gerade eben vorhin gesehen hast. Das eine, das würde ich gerne wiedersehen. Der geheime Ordner. Der geheime Ordner? Aber der ist ja auch da drin. Das heißt, wenn ich das sehe, ja, dann kann ich da auch draufklicken. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Mit dir! Okay, okay, dann also, mach. Ihr müsst sagen, stopp. Stopp! Ruft euch eins aus. Okay, warte. Wir müssen weise entscheiden. Also, das ist ihr egal. Ja. Aber wer ist das? Warum hat sie das? Da muss sie sich rechtfertigen. Ah, okay, das kann du hast ein Foto von einem, ein Screenshot von einem TikTok. Genau, das habe ich gescreenshottet, weil ich das irgendwann mal in ein Video packen möchte, weil sie hat es nämlich aus gesundheitlichen Gründen gemacht und das war tatsächlich notwendig. Und du wirst das auch machen? Nein, aber das haben viele in den Kommentaren nicht verstanden und haben sie deswegen nämlich komisch angelabert, weil die nämlich dachten, sie macht das nur aus Schönheitsgründen. Ah, aber du willst es hier schneiden? Ich will das nicht machen. Und dich dann, also das dann vorne setzen, nach vorne so? Das hatte ich früher. Ach so, dann nach hinten setzen? Ja. Wieder zurück nach vorne? Genau. Ich habe voll den starken Kiefer, findest du nicht? Was ist denn starker Kiefer? Was ist denn ist kein hier starker los? Kiefer? Hä? Hä, er hat doch einen viel stärkeren Kiefer. Nein, aber so vom Knochen her, der hat ja so... Mein Knochen ist doch voll dick. Ich habe das Gefühl, das ist ein stärkerer Kiefer. Ich habe den stärksten Kiefer, Digga. Okay, ich habe die erste Runde bestanden. Verdammt, wir haben verkackt. Okay. Okay, ich bin Bang. Stopp. Okay, lass mal gucken. Oha. Digga, das ist so Das finde ich interessant. Ist das okay? Ist das okay? Interessant? Da kann ich eine Story zu erzählen. Also. Das ist Passi. Das ist Passi. Ich war bei Marius auch der Tag, wo ich die Arcani-Karte von Revi ausgeliehen habe. Da hatte ich so einen Helm an, der so ganz lang ging und da war ein Handy drauf, ja? Damit um zu tracken, wie mit deinem genau, Gesicht. Genau, da kann man ein Gesicht tracken. Dafür haben wir so ein 3D-Video gemacht, so, ne? Na, hinter dem Helm war aber, weil das alles selfmade war, noch so eine Metallstange, die einfach so geht. Und die hatte ganz viel Spitzen noch so. Und da hatte Passi was gesagt. Ich habe gelacht, habe ihn angeguckt und das Ding ihn voll ins Auge geknallt. Oh mein sofort Gott. Sofort Auge rot, der sofort ins Krankenhaus. Und seitdem, ja. Kann er nicht, mehr, nicht sehen. Mehr gesehen. Seitdem sind wir seitdem hat Augen er ihn nicht mehr gesehen. Ja. Oh. Ja. Boah, das also, er meldet sich gar nicht mehr. Nee, ich habe mich direkt entschuldigt, natürlich. Ihm geht's wieder gut. Hast du ihm so Bestechungsgeld gegeben, damit er nicht an die Öffentlichkeit geht? Das war nicht billig. Klar. Ja. Tut mir leid, Passi. Bester Mann, Passi. Okay. Okay. Warte. Ja. Jetzt wird richtig schon langsamer, merkst du? In die Vergangenheit gehen wir mal. So richtig schön in die Vergangenheit. Pretty good. Stopp! Aber warte mal. Okay, gut. Was ist denn das hier? Ich fand, das sah cool aus. Zeig mal. Irgendwie, ich fand die Art, wie dies. Also, es ist ja nicht ein Tribal, so wie in den 90ern Tribal. Ich fand es jetzt auch nicht als Tattoo unbedingt so krass. Ich fand einfach, das sah sehr ästhetisch aus, wie die ganzen Zacken sind. Das ist ja mehr so. Ja, ich finde es so ein bisschen so in die Richtung, wenn ich sowas sehe und ich finde es schöner, mach ich einen Screenshot. Also, ich kenne die Person nicht mehr. Graf Sans 1. Ja, weißt du, dass du da Fotos von ihrem Rücken da auf deinem Handy hast? Ich habe von Graf Sans 1 gar nichts gemacht. Ich habe nur ein Foto gemacht. Gar nichts. Ich will auch mehr in die Vergangenheit bei Gnu, weil sie hat 22.000 Bilder und alles ist peinlicher, was... Stopp! Scheiße, nur Thumbnails. Warte, ich war noch nicht fertig. Stopp! Hey! Scheiße, Nils. Nee, das darf man ja nicht zeigen. Ja, da muss sie Nein sagen. Ja, da muss sie Nein sagen. Okay, das hier. Das sagst du Nein? Nein? Warum bist du mit Matthias Schweighöfer... Warum liegt Matthias Schweighöfer auf deinem Schoß, während du ihn anfurzt? Nee, ist auf dem Kissen. Das ist ja Matthias Schweighöfer. Ach so, ja, kann ich nicht zeigen. Kannst du nicht zeigen? Handy weg! Alter! Boah, Mist! Was ich wollte gar nicht so viel. Das sagen sie immer. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Ich soll euch noch erzählen, das war einfach mein Partner, aber der will ja nicht gezeigt werden. Matthias Schweighöfer, was ist dein Partner? Ist dein Partner? Jetzt erfreut dich kein Kuss. Krass, Digga. Ey, jetzt aber schneller. Schneller. Schnieli. Stopp. Warte, ich hab eben. Ey, was hast du denn hinten für einen Augenfetisch? Nee, ich hatte doch mal Blut im Auge. Stimmt.
Und das habe ich dokumentiert. Mann, wieso so viele Augen? Die Hälfte deiner Bilder sind Augen. Aber wirklich jetzt mal dokumentiert. Hier bin ich, wie ich oh, Double mache. Zeig mal, das will ich sehen. Ach, das war ja, das kann ich zeigen. Das ist ein wirklich schönes Foto. Ja, das ist ein sehr schönes Foto. Von mir, wie ich mich festhalte. Also imaginär an zwei Sachen festhalten. Zwei Starken. Genau. Und sage, oh, wie schön. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Aber warum hast du so wenig Bilder angezeigt? Ja, wie soll ich denn machen, dass mehr Bilder angezeigt? Oh. Was ist das denn hier? Das habe ich zu Ostern gepostet. Hä, was ist das denn für eine Nummer jetzt? Was ist das? Was ist das denn? Wessen Spaß? Okay, es ist eigentlich gar nichts. Meine Arm tat mir einfach weh. Oh, dann fotografierst du deinen Arm. Ich bin halt nicht so klug. Und ich habe mir gedacht, mein Arm tut mir weh. Und dann habe ich ein Foto geschickt. Ich weiß gar nicht mehr an wen. Und habe gesagt, sieht der komisch aus. So, aber der sah ja nicht komisch. Also es war ein Arm. Ich dachte irgendwie so, aber der tut mir weh. Ich mache Fotos von Dingen, die mir wehtun. Soll ich? Ja. Stopp. Das ist Matthias Schweighöfer. Du bist am FaceTime mit Matthias Schweighöfer. Mann, Josef! Wieso kennst du den denn? Wieso kennst du den denn? Habt ihr euch da kennengelernt? Nein! Im Call lief das erst über das Internet. Ach, es war erstmal so ein Jobangebot, da haben die sich verliebt. Spritz! Mann, können wir aufhören, auf die Scheiße zu tippen? Du bist. Das Ding ist, wir. Stopp! Oha, ich glaube, wir haben jetzt was. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ein Screenshot von Tinder? Ein Tinder-Profil? Was für ein? Ja. So, ihr seid dran. Okay, ab in die Vergangenheit. Stopp! Also, ich muss echt sagen, wenn ich so einen wundervollen Hintern hätte, würde ich nicht mehr trainieren. Dankeschön. Also, es war auf einer Party bei mir und ich zieh mich halt auch aus. Was soll ich sagen? Aber wenn man, nur mal kurz so regeltechnisch, wenn man aber etwas blurren will, zeigt man ja nicht das ganze Foto, aber das oder? Machen wir jetzt nur aus Sicherheitsgründen für das Video, deswegen ist es eigentlich okay. Aber er wird trotzdem jetzt nass gemacht, darum geht es. Warum? Ach so, ja, stimmt. Ich zeig das doch. Aber du zeigst es ja nicht ganz. Ja, stimmt. Doch, ich zeig das komplett. Arme hoch, ohne blurren. Handy hoch. Was? Ohne mein Handy zu blurren? Ja, na klar, mir ist es doch egal. Ohne die Menschen. Ich kann doch nicht für die Menschen entscheiden. Aber dann kann sie ja auch, sie kann dann ja auch Matthias Schweighöfer blurren. Digga! Wollte ich mal klarstellen, wir wollen ja fair bleiben. Okay, in die Vergangenheit. Ihr sagt Stopp. Stopp. Wir haben ja eben schon. Warte mal, was ist das? Wer ist das denn? Nein! Warte, was ist das? Das ist der Torti und die Dana. Die Dana war lang Mod. Ach, deine Mods. Der Torti ist bis heute noch Mod bei mir. Ich glaube, der ist seit 6 Jahren Mod. Stopp! Alter, Digga, wieder Auge. Sag mal, wie oft ist dir das passiert? Einmal, aber es hat ein bisschen gehalten, ne? Ja, ein bisschen lang. Aber ich finde, das sollte noch nicht die Zeit sein, weil das ist so Hauptvideozeit. Und Hauptvideo, da ist nichts passiert in seinem Leben. Da war nicht so viel Tinder. Wie ist denn hier? Wer ist das? Die kennen wir doch. Hä? Kennen wir? Nee, die kennt ihr nicht. Ach so, okay. Nee. Die ist einfach nur derselbe Frauengeschmack. Ah, sieht man. Ich dachte, das ist die gleiche. Und? Nee, kann ich auch nicht. Hallo! Schon wieder so ein Girl nicht zeigen? Ich kann ja nicht einfach zeigen. Ja, natürlich. Die sind ja Menschen, die wollen nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Okay. Stopp. Ah, oh, das ist gemein. Nee, ich kann nicht auch. Das ist halt eine Person, die ich nicht zeigen. Also, ich kann nicht Leute in die Öffentlichkeit ziehen. Ja, sag die, ich ey. Aber guck mal, ich muss jetzt einfach alle blurren. Ja, ich nicht oder was? Ich schon zweimal. Wir scrollen aber so lange, bis wir irgendeine Privatperson sehen. Und dann sagen wir, hier, zeig sie. Okay, nein, weiter geht's. Okay, dann lass mal jetzt, stopp. Was ist das denn? Bäh. Hey, jetzt bin ich ungeschminkt. Was ist denn das? Ich mach mein Handy hoch, weil ich kann es nicht zeigen. Ja, ich kann es nicht zeigen, ich will es gerne. Weiter. Oh. Ja. Die kannst du zeigen, oder? Ja. Das, Jane das war, wo wir uns versteckt haben. Hier, ja, Moment, ich erinnere mich. Ja, doof, ne? Du bist dran. Okay, dann nimm den hier. Hey, ich weiß gar nicht, warum ich den hab. Ja, weiß ich auch nicht. Ach doch, ich weiß, warum ich den hab. Das ist ein Foto
von Asche hieß der, ne? Mhm. Der Beef hatte mit Mois, glaube ich, mhm. oder? Ja. Die haben gegenseitig so geschudet und ich glaube, ich habe einfach irgendwie Bescheid gesagt, so guck mal hier, Asche hat ein Video gemacht. Ne? Ach so. Irgendwie so. Nee, nee, ich weiß, kenn die Story noch. Ich habe dir das geschickt. Ach, du hast mir das geschickt? Ich habe gesagt, das bist du, wenn du böse bist, weil der sieht aus wie du. Oder? Hat der nicht Ähnlichkeit, wenn Rezo einfach so einen bösen Bruder hat, der nur scheiße ja, und ein richtiger Aggressor ist, dann sieht er doch so ja, aus, oder? Könnte Verwandtschaft. Warte, hat nichts also damit so zu tun. Okay, nein, finale Runde, würde ich sagen. Wir sind im November 2019. Haben wir alle keine Nacktfotos? Ups, schön, das soll ich nicht. Oha! Oha! Ey, so was spinnst du? Du warst nicht komplett nackt. So was spinnst du? Du darfst doch nicht drauf drücken. Natürlich darf ich da drauf. Das ist die ganze Challenge. Ich wusste ja nicht, dass du das bist. War ich auch mit. Doch. Das nein, das zeige ich doch, nicht. Jetzt sind wir wieder ganz zurückgerutscht. Warte mal. Nein. Nein, okay. Challenge beendet. Spritz mich ab. You spicy! Also, das war hey, schon. Hey, dann bin ich gerade mit wieder dick, sag mal nicht zusammen. Da war schon einiges. Matthias Schweiger. Da musste ich Matthias Schweiger vorgezogen. Ja, du musstest ihn auch bezirzen. Okay, letzte Runde. Ey, dein Handy ist so langweilig. Dein Handy ist so langweilig. Die haben wir doch schon alle gerade gesehen. Ich krieg Festplatte ran. Okay, der ist so ein langweiliges Leben, ne? Das, jetzt so. Aber, das kannst du zeigen, weil das ist ja öffentlich. Das ist ja ein Instagram-Profil, ein öffentliches. Ja, ich weiß noch nicht, ob die Teil des Videos sein möchte, ne? Das ja. war einfach nur eine Modelanfrage. Oh. Oh. Oh, du, das ist so langweilig. Du bist so f***ing langweilig. Junge, das ist mein Arbeitshandy. Was? Das ist da auch dein Privathandy, oder nicht? Ja, nicht ganz. Oh, das ist ja langweilig. Was? Du hast die ganze Zeit dein... Was? Ja, mit den ganzen Nudes. Hat nee. Er zwei Handys? Oh. Er hat noch ein privates Handy? Aber es ist halt zu Hause. Kann man hier nicht holen. Aber das nutzt der halt auch halbwegs privat. Ja, haben wir ja, gesehen. Scheinbar nicht privat. Ich würde sagen, du bist raus. Okay. Wir können ja einfach Stopp sagen, ich mache ganz langsam. Willst du haben? Ja. Es gibt keine spannenden Alben. Was ist denn das? Warum ist das mein Favoriten, ist die Frage. Da warst du bei mir auf der Couch, hast einfach sehr viel Lust gehabt zu essen. So manchmal hat man ja so Lust zu essen und warst entspannt drauf. Ich war echt entspannt. Ja, ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns heute... ja, wie viele Fotos haben wir denn insgesamt gezeigt genug, jetzt? Genug offenbart? Nein, schon einige. Ja? Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben nur nass geworden. Ich wusste ja nicht, dass ihr 10 Jahre meine Vergangenheit reißt. Auf jeden Fall, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die beiden ab und jetzt raus! Lasst ein Abo da und like das Video und auch bei mir. Primär bei mir. Sekundär bei mir. Ach, verdammt.